ich bin Yannick von den Naturfreunden Deutschlands. Wir sind Unterstützer der Friedensfahrertour gegen einen Krieg im Iran und auch gegen andere Kriege oder kriegsähnliche Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Und deswegen sind wir heute von der amerikanischen Botschaft zur iranischen Botschaft gefahren. Hier befinden wir uns jetzt auch vor der iranischen Botschaft in den letzten Zügen sozusagen. Und ja, es war einfach ein schönes Bild, heute so viele Menschen zu sehen, die sich gegen den Krieg engagiert haben. Wir hatten verschiedene Stationen auf dem Weg. Einmal das Bundeskanzleramt, an dem wir Unterschriften übergeben haben gegen einen Krieg im Iran. Dann die türkische Botschaft, die saudi-arabische Botschaft, wo wir großartige Redebeiträge hatten. Wir hatten ein kleines Straßentheater, das war wundervoll. Und ja, wir waren viele Menschen, wir haben bis zu 100 Leute. Es war schön, so einen ganzen Fahrradchor so durch die Stadt ziehen zu sehen, jeder mit einer Fahne. Und einfach den Einsatz der Menschen zu sehen, die sich gegen den Krieg im Iran und auch gegen diese kriegsähnliche Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten einsetzen. Und ja, also vielen Dank an die Unterstützer auch, IBPNW und Netzwerk Friedenskooperative, die das möglich gemacht haben. Und genau, also ich würde sagen, es war ein voller Erfolg, wundervoll.